Ja, hallo, ich bin live und zwar heute Mittag. Ja, denkt man, dass ich lieber zum Essen gehe, aber nein, ich beantworte gerne eure Fragen. Es sind immer wieder neue Fragen, die kommen und das finde ich ganz, ganz toll. Jeder schreibt mir auch oder viele schreiben mir auch und ich finde es immer toll, wenn ich dann auch in der Gruppe bin und wirklich diese Fragen ganz live beantworten kann. Tolle Technik, finde ich. Ja, es ist viel passiert hier bei mir im Institut. Wir sind ja ziemlich am Arbeiten. Die Webseite wird jetzt neu aufgestellt und da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen, die jetzt aufkommen. Und da gibt es bald, bald ganz viele Neuigkeiten für euch. Und ja, ich bin jetzt diese Woche auch dran, dass ich nochmal einen Sonderrabatt gebe, auch für die Ausbildung, die sich dann wirklich erhöhen wird, weil die Qualität der Ausbildung einfach sehr, sehr angestiegen ist, eben weil ich in der Feng Shui Ausbildungsgruppe die Fragen beantworte und ja, die Studenten wirklich bette, sodass sie wirklich eine Beratung machen können, um auch dann gut eben voranzukommen, um eben dann als Berater tätig zu sein und vor allem damit auch ihr gutes Geld verdienen. Und das zeigt schon auf, dass da ganz viele bekannte, tolle Berater schon in der Gruppe sind, die von mir ausgebildet wurden. Und man zeigt ja und man sieht ja auch, wie erfolgreich die schon sind. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt in der Gruppe bin. Und ja, das Thema, was heute so ein bisschen ansteht, war ja das Schlafzimmer bzw. eigentlich das Bett. Da hat die Angelika und die Sabrina hatten Fragen gestellt. Und zwar einmal, ja, überhaupt allgemein, wie das denn aussieht mit dem Schlafzimmer, wo am besten das Bett zu platzieren wäre. Und ja, die Sabrina hat auch noch gefragt mit dem Kinderzimmer, gerade für ihren Sohn, der hat ein Hochbett. Und da will ich heute diese Frage mal aufklären, wie das geht mit dem Hochbett und wie gut ist eigentlich ein Hochbett beim Feng Shui. Aber fangen wir doch mal mit dem Schlafzimmer an. Wie sollte überhaupt ein Bett beschaffen sein? Ja, also das gibt. Von innen nach außen sage ich immer, als allererstes geht man doch auf die Matratze und die Matratze sollte natürlich so ausgebettet sein und so staffiert sein, dass wir kein Metall außenrum haben. Also im Bett und auch außen im Bett sollte kein Metall sein. Das bedeutet für dich als allererstes, wenn du eine Federkernmatratze hast, so ist es meistens ein Mitverursacher von Schlafproblemen. Denn die Federkernmatratze hat ja Spiralen und diese Spiralen setzen unser Energiefeld bewusst eigentlich außer Rand und Band, sage ich es mal, gell? Weil wir natürlich mehr sind als nur der Körper, sondern wir haben auch noch eine Aura und die verträgt solche spiralenförmigen Metall überhaupt nicht. Denn das Thema ist, überall wo Metall ist, werden elektrische und elektromagnetische Felder. Die docken sich an und die bringen einfach den Körper auch aus dem Gleichgewicht. Und wir wollen ja, wenn wir abends ins Bett gehen, alle unsere Synapsen abschalten und eigentlich uns entspannen. Und die wichtigste Funktion des Schlafes ist ja auch, sich zu entgiften und zu regenerieren. Und sowas kann nicht passieren, wenn wir ja auf den falschen Materialien schlafen. Und vor allem auch, wenn außenrum natürlich sehr viel elektrische Felder sind. Also Steckdosen, Leisten zum Beispiel oder Radiowecker sollten so weit wie möglich vom Bett entfernt sein. Denn das kann dann schon einen erholsameren Schlaf mit sich bringen. Aber wenn du natürlich dein Mobilfunk ganz auf laut hast und auch noch dazu neben deinem Bett, dann solltest du auch darauf achten, ja, du kannst wirklich ganz getrost das Handy ganz ausstellen, am besten auf Flugmodus, denn in der Nacht brauchst du nicht zu telefonieren. Aber das sind schon nur einige Tipps, wenn es darum geht, die elektrischen Felder außer Kraft zu setzen. Die Cori hat ja in den Beitrag von der Angelika viele, viele weitere Tipps gesagt. Also eins ist ganz wichtig, wir sollten natürlich immer darauf achten, was auf der gegenüberliegenden Wand ist. Denn wenn dort zum Beispiel dann die Toilette ist und das Toilettenbecken, die Schüssel, dann ist es auch nicht so besonders gut, denn wir wollen eins trennen. Trennen wollen wir diese, naja, ich sag mal, die Orte des üblen Hauchs von den Orten des guten Schlafs. Denn wenn wir
die Toilette, und damit sagen wir immer, das sollte ja eine Toilette an einer Stelle sein, die nicht besonders günstig sind. Und wenn jetzt die eine Seite die Toilettenbecken ist und auf der anderen Seite das Bett, so stört sich das Ganze eigentlich. Also wir wollen auch gute Energien an unserem Kopfende haben und darum sollten wir schon darauf achten, was auf der gegenüberliegenden Seite ist. Ich würde immer sagen, gut ist natürlich irgendwie eine Außenwand zu haben, auch wenn eine Außenwand erstmal kühler ist im Winter, aber ich habe diese Außenwand besser unter Kontrolle. Denn ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wand habe und ich wohne in einer Wohnung und auf der gegenüberliegenden Seite der Wand hat zum Beispiel jemand seine Küche oder vielleicht einen Platz, wo ganz viele, oder das Bad zum Beispiel oder die Küche mit dem Herd, dann kann man das ja manchmal nicht wissen. Also ich habe eine Außenwand besser und unter Kontrolle. Trotzdem kann ich natürlich eine Innenwand auch unter Kontrolle haben, wenn ich weiß, was dahinter ist. Also noch, was man nicht machen sollte, das ist natürlich unterhalb der Küche oder überhalb der Küche oder neben der Küche zu schlafen. Das gibt mehrere Belange deshalb, weil die Küche hat immer ein bisschen Feuergefahr und diese Feuergefahr, die wollten wir sowieso minimieren. Natürlich früher war es noch viel schwieriger, diese Feuergefahr, die hatten wir ja auf jeden Fall. Denn wenn wir früher geschürt haben, das Feuer, dann konnte man ja auch ja, Schwierigkeiten haben, dass es eben Feuer im ganzen Haus gibt. Heute ist es man ein bisschen eher eingedämmt. Trotzdem ist die größte Gefahr immer noch der Herd oder ein Kurzschluss des Herdes um da, oder zum Beispiel auch die Geschirrspülmaschine. Da sollen wir wirklich drauf aufpassen. Also drum ist es nicht günstig, unter dem Herd oder über den Herd zu schlafen, weil wenn wirklich Feuer ausbricht, dann ist es, steigt das Feuer sozusagen nach oben und wir sind gefährdet. Und deshalb sagt man, der Herd würde unsere Gesundheit schwächen. Und das wollen wir natürlich auch nicht haben, ne? Unsere Gesundheit schwächen. Also das sind schon mal die ersten Belange so innen drin. Und dann sagen wir noch die Formenschule. Das ist natürlich auch aus der Formenschule, was ich erzählt habe mit dem Bad und mit der Küche. Aber da gibt es noch mehr. Also die Form heißt ja auch, dass ich eine Form habe, die auf mich zeigt. Und wenn ich jetzt Nachtkästchen habe oder vielleicht Tische in meinem Schlafzimmer oder irgendwelche Schränke, welche Ecken auf uns zeigen, das sollten wir natürlich auch meiden. Denn diese Ecken und Kanten würden wir als aggressiv empfinden und könnten natürlich unseren Schlaf beeinträchtigen. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Auch im Kinderzimmer übrigens sollte man sehr darauf achten. Ja, und was soll jetzt unter dem Bett sein? Eigentlich nichts, gell? Das wäre das Allerbeste, wenn das Bett unten ganz frei wäre. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Kästen unten hätte, dann bitte nur mit Ware, die jetzt Stoff oder Decken, das darf schon sein, aber keine Steckdosenleisten oder keine Papier, was vielleicht Reflexionen auch verursacht oder auch metallene Gegenstände, die sollten wir wirklich vermeiden. Günstig wäre es allerdings, wenn das Qi unten und auch oben zirkulieren könnte im Bett. Wir wollen natürlich auch so eine gewisse Durchlüftung haben. Das brauchen wir auch, denn man sagt in Asien, wenn wir in der Nacht schwitzen, dann werden die Poren, ja, wie sagt man, verstopft und die Energie des Qi kann sozusagen nicht mehr in den Poren fließen. Ja? Und das wäre natürlich besser, wenn wir gleich schwitzen und dann geht das raus und es gibt wieder eine Zirkulation. Das wäre so also viel, viel gesünder für uns. Und was sollte man jetzt von noch beachten? Hat die Cori schon vollkommen recht und hat auch die tolle Richtung auch gleich aufgezeigt. Wir haben alle einen persönlichen Wert und dieser persönliche Wert, den wollen wir in eine gute Richtung zeigen und zwar mit den Scheitel. Denn hier oben ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, der natürlich auch ganz offen ist. Wir wollen in eine gute Richtung liegen, sodass wir die guten Richtungen empfangen können, die uns dann wieder die Energie und die uns auch steigen lässt, also unser Energiehaushalt. Und ganz wichtig, klar, im klassischen Feng Shui nehmen wir immer einen Kompass. Und wenn man jetzt glaubt, das ist jetzt so ganz einfach, okay, da habe ich irgendwie eine Richtung der Norden, da sollte zum Beispiel nicht für jeden ist es der günstigste Richtung, auch wenn Angelika fragt, ja, ist es denn so, dass man immer nach Norden schlafen sollte? So kann ich sagen, nein, jeder Mensch auf dieser Welt ist doch ein Individuum und jeder Mensch ist eben anders gestrickt. Also ich kann nicht sagen, für jeden Menschen
ist es gleich. Also das heißt, jeder Mensch hat seine eigene Qualität an Himmelsrichtung, die ihm besonders gut tut. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Die erste ist die Ebene unserer persönlichen Wert, den wir eben durch die Gurtzahl anhand des Geburtstags bewerten können. Das zweite ist die zeitliche Qualität, wo wir sagen, oh, der Raum oder das Haus hat ja auch einen bestimmten Wert. Und da können wir natürlich noch tiefer gucken und das finde ich ganz, ganz spannend, dieses System, weil da können wir ganz genau ersehen, was uns die Zukunft so bringt und was wir anregen können, um eben unsere Energien nochmal anzuheben. Ja, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema auch, denn man kann so ein bisschen vorausblicken und vorausschauen, was denn möglich ist, gell? Und das lernen wir in der Ausbildung und ja, das kann man natürlich nicht so ganz einfach, da braucht man dann schon einen Kompass und da muss man schon ganz genau erkennen, welche Richtung das ist und das kann man nicht immer auf Google Earth. Und drum gleich mein nächster großer, großer Tipp, wenn ihr euch einen Feng Shui-Berater nehmt, bitte. Bitte, 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 lasst ihn nach Hause kommen, denn nur so einfach per Google Earth, ohne dass man den Raum gesehen hat, kann man keine Feng Shui-Beratung machen. Wenigstens keine vernünftige und wenigstens keine, mit der man mit gutem Gewissen sagen kann, dass sie wirkt. Denn ich glaube, wenn man nach Hause kommt, hat man noch ein Gefühl mit dabei. Und man sieht einfach viel, viel mehr, als wie nur, wenn man auf Google Earth ist. Also ich kann viele, viele Beispiele sagen, denn ich lasse ja auch meine Studenten immer den Plan mitbringen und viele zeigen schon den Plan, den Grundriss mir auch im Diskussionsforum und ich kann mir schon irgendwie vorstellen, wie es ist, aber wenn ich dann dort wäre, ist es doch dann meistens ganz anders. Also so eine oberflächliche Beratung, die könnt ihr euch sparen, dann macht dann lieber selber den Kurs, da habt ihr um etliches mehr davon, weil dann könnt ihr auch gleich noch Geld damit verdienen, wenn es so ist. Ja, das ist eine Ebene, die man natürlich auch mit betrachten kann. Also trotzdem finde ich immer, man sollte klein anfangen. Also man sollte erstmal ausprobieren, was macht die Formenschule, was kann ich so verändern und wie sieht es denn aus in meinen Raum und wie wirkt er auf mich? Und ich kann ja auch mal jemanden einladen. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Feng Shui-Berater sein, was natürlich der Idealfall wäre, sondern man könnte ja seine Freunde einladen und mal fragen, wie es denen geht bei einem. Und vielleicht auch mal jemanden, den man noch nicht so lange kennt und dann mal ganz ehrlich nach der Meinung fragen, ob man sich wohlfühlt, ob man sich nicht so wohlfühlt. Und ja, man kommt ja auch in einen Raum mit allen Sinnen. Also man riecht, man spürt, man schmeckt, man hat ja alle seine Sinne offen. Und da gibt es dann die Sinne, die man anregt und dann kann man auch schon den einen oder anderen Tipp geben. Und was mir sehr gut gefällt beim Feng Shui, es zeigt uns ganz klar eine Richtung auf, in der wir gehen könnten, ja, und die uns ganz genau sagt, wo zum Beispiel das Bett bei der Sabrina stehen könnte im Kinderzimmer. Denn Kinder sind ja sehr empfänglich. Also Kinder sind ja viel sensibler als wie wir Erwachsenen. Denn wir haben ja schon viele Synapsen zugemacht oder haben unsere Traumata, um da nicht ganz hundertprozentig hinzuspüren. Und bei Kindern ist es so, die sind ja ganz offen und frei und sagen schon, nee, ich will nicht ins Bett, das gefällt mir nicht, ich mag nicht ins Bett, ich gehe lieber zu der Mama schlafen oder nein, ich schlafe lieber auf der Couch, da bringt mich keiner hin. Dann weiß man schon, das Kind hat vollkommen recht, das Bett ist eben nicht gut, gell? Und da könnte man natürlich immer was verändern und zwar als allererstes, hör auf dein Kind, das ist das Wichtigste. Und der zweite große Punkt ist, ja, soll ich denn jetzt ein Hochbett nehmen oder nicht? Also für kleine Kinder kann man das schon nehmen. Je größer das Kind wird, desto eigenwilliger und selbstentwickelnd sollte das Kind sein. Und auch das Kind hat eine Aura. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, ich muss mal meinen Kompass hier mal weglegen. Und wenn ich ein Kind habe, dann hat es ja seine Aura und die entfaltet sich ja immer mehr mit der Zeit und es kriegt immer mehr mit. Und je kleiner das Kind ist, ja, dann ist die Aura wahrscheinlich noch kleiner. Aber wenn es dann in die Schule geht, dann hat es so viele Eindrücke und möchte ganz weit hinaus. Und wenn wir ein Hochbett haben, was sehr hoch ist und die Decke dann auf uns zeigt, dann mag das am Anfang ganz kuschelig sein, aber die Kinder müssen auch ausdehnen und sich größer werden. Und es sollte auch unter dem Hochbett nicht so viel Bewegung oder Yang-Energie sein. Ja, also wenn die Kinder zum Beispiel unterm Eingang der Tür liegen, dann ist es nicht besonders günstig, weil die Menschen immer rein und rausgehen.
Und dann kann es auch passieren, dass die eben dann ja, zu viel Aktivität bekommen und deshalb wäre da ein Hochbett nicht günstig. Also Hochbett bis zum bestimmten Alter, dann sollte das Kind auf die Erde kommen, um eben auch die Erdenergie zu haben, um nicht nur, dass es träumt und luftige Gedanken sich macht, sondern dass es eben fest hier auf der Erde steht, um ganz klar bewusst mit unserer Erde verbunden zu sein, ja, und das ist ja dann auch die Kraft, die man hat. Also man hat ja einmal die Kraft von oben, sage ich, das Himmlische, die Führung. Man ist hier auf der Erde mit seinen eigenen Energien, Himmel, Erde und Mensch, und man braucht auch die Erde, wo man eben auch diese Energien bekommt. Und wenn das Kind jetzt schläft abends, so wäre es doch viel besser, wenn es ein Bett hat, ab einem bestimmten Alter. Je größer es wird, desto mehr wäre ein Bett, was kein Hochbett ist, viel, viel günstiger, ja. Geht manchmal nicht, Wohnungen zu klein, zu wenig Ausdehnmöglichkeit, aber das wäre vom Feng Shui her natürlich günstiger. Ja, dann bin ich heute erstmal wieder weg mit der Fragerunde zu Ende und ich versuche jetzt öfters live zu gehen. Also ja, am Mittwoch ist es ja sowieso schon wieder soweit. Am Mittwoch um 10 Uhr werde ich dann weitere Fragen beantworten, die so auftauchen. Und wenn du jetzt eine Frage hast, die du gerne loswerden möchtest, dann bitte, bitte melde dich bei mir, denn ich kann die nämlich beantworten. Und dann bist auch du, ja, dann bekommst auch du die Antwort für ein gutes Feng Shui. Denn ihr wisst doch eins, also der wirklich wichtigste Punkt ist doch, dass ich meine Umgebung verändern kann. Und wenn ich meine Umgebung verändern kann, dann verändert sich eben meine Energie und mein Qi. Ja, und dann fühle ich mich gut und dann geht es mir gut. Und das wollen wir eigentlich mit Feng Shui erreichen. Wir wollen, dass es uns gut geht. Und wenn du bereit bist, die Feng Shui-Ausbildung zu machen oder vielleicht auch nur sei dein eigener Feng Shui-Berater, wenn du meinen kleinen Online-Kurs buchen möchtest, dann melde dich bei mir, denn es gibt noch den Rabatt bis zum 15.11. Ansonsten, ja, leider zu spät gekommen. Dann geht nichts mehr, dann wird der Kurspreis wirklich wieder angehoben, denn wir wollen, ich möchte euch ganz, ganz dolle unterstützen, denn ich finde einfach, Feng Shui ist so ein wichtiges Werkzeug und jeder, der das Werkzeug für sich selbst nutzen kann, hat doch einen absoluten Vorteil, denn er kann nicht nur ja, die Energien verändern, sondern er kann eine ganze Menge bewirken dadurch. Und das kann man, ja, man kann nicht nur die Beratung für andere machen und Geld damit verdienen, sondern als allererstes berätst du dich selbst. Die Svetlana hat gerade eine Frage gestellt. Ich drücke mal hier drauf, ob ich die überhaupt sehen kann, denn ich habe immer nur die Hälfte. Okay. Hallo Petra, vielen Dank für die tollen Infos. Ich habe erst kürzlich gemerkt, dass ich jahrelang mein Qi umgeleitet habe, indem ich meinen großen Spiegel direkt am Haus Eingang platziert habe. Darf ich den Spiegel denn hinter der Tür platzieren? Ja, hinter der Tür auf jeden Fall. Also das heißt, sagen wir mal so, ich finde, das Beste ist, du hast deine Tür frei. Wenn du reingehst, wenn du deinen Spiegel siehst, ist es nicht günstig. Und auch wenn du rausgehst, möchtest du deinen Spiegel nicht sehen. Du möchtest aber den Spiegel auf der Seite des Eingangs, kannst du den natürlich anbringen. Ein ganz wichtiger Tipp beim Spiegel am Eingang ist noch, schau drauf, dass was Schönes sich drin spiegelt. Nicht der Mülleimer, nicht eine Ecke und Kante, ja, nicht deine Bügelwäsche. Also alles, was schön ist, ja, das sollte sich drin spiegeln. Das wäre noch ein wichtiger Punkt. Die Marina hatte auch noch eine Frage. Gucke ich mir mal an. Hallo Petra, ich möchte gerne wissen, wo man am besten WC-Bad installieren sollte, wenn man die Möglichkeit hat zu bauen. Und wenn es schon falsch steht, wie man es korrigieren kann. Ui, das ist ja eine Frage, meine Herren. Ja, das Bad sollte also auf allererstes von der Formenschule nicht im Nordwesten sein. Das könnte man schon mal als allererste Grundlage nehmen. Aber dann, liebe Marina, solltest du hundertprozentig würde ich dir deine Goa-Zahl ausrechnen und dir sagen, wo dein Bad nicht sein sollte. Denn wenn du jetzt zum Beispiel Westgruppe bist, dann sollte das nicht sein im Westen, Nordosten, Westen und
Was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Vier Richtungen sind es, Nordwesten, ja. Also vier Richtungen sollte man dann das WC und Bad nicht haben, denn man möchte seine eigenen positiven Richtungen nicht unterdrücken. Das wäre jetzt nur ein Hinweis. Ich weiß ja gar nicht, ob du Westgruppe bist. Und dann natürlich wäre es noch ganz, ganz wichtig zu wissen, was hast du für zeitliche Qualitäten. Aber wenn du jetzt nur die Formenschule nimmst, dann nimm auf jeden Fall das Toilette und das Bad raus aus den Nordwesten und so weit wie möglich vom Eingang weg. Das wäre schon mal ein ganz, ganz toller Tipp. Und ja, es sollte auch nicht in der Mitte des Hauses sein, das Bad und WC. Das sind jetzt so allgemeine Tipps, aber wenn du tiefer gehen möchtest, dann würde ich dir einfach raten, schau mal, dass du dein Geburtsdatum zusendest oder hier in der Gruppe mal auch dein Haus postest, was wir da noch machen können. Und vielleicht findest du jemanden, der dir dann nochmal eine Beratung gibt oder aber buche mal einen Online-Kurs, gell? Also, jetzt steht da, du meinst gegenüber der Tür platziert, sodass die Türe sich spiegelt. Nee, das sollte nicht sein. Also, sagen wir mal so, ich gucke mal, dass ich dir das erkläre. Also, wenn ich auf einer Seite, das ist meine Tür, die kann ich so auf und zu machen, da sollte gegenüber natürlich der Spiegel nicht sein. Der Spiegel dürfte aber hier sein. Ja? Also, das ist meine Tür, die kann ich hier so auf und zu machen, aber hier könnte mein Spiegel sein. Okay? Aber natürlich könnte der auch hier sein. Aber er sollte nicht hier sein und er sollte auch nicht auf der Tür selbst sein. Also das sind schon die ersten Tipps, weil man möchte ja, also was passiert, wenn ich den Spiegel an der, also auf der Tür habe oder beziehungsweise gegenüber? Also wenn ich selbst ins Haus komme, denke ich immer, da ist schon jemand da. Ja, ich erschrecke eigentlich. Ja, da ist schon jemand, da bewegt sich was, ja. Und das heißt, es ist sowas Unangenehmes. Ja, und das wollen wir einfach vermeiden. Und wir wollen natürlich nicht, dass irgendwas rausreflektiert wird. Außer wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast jetzt eine spitze Ecke und Kante in deiner Tür drin. Dann nehmen die Chinesen manchmal einen Backwallspiegel. Ein Backwallspiegel, der hat 8 Ecken. Und auf diesen 8 Ecken ist meistens so ein gewölbtes Spiegelchen drauf. Und die kann man auch kaufen. Sollte man natürlich erst einweihen lassen von einem Feng Shui-Meister. Ich mache das noch nicht, aber ich könnte es sicherlich auch. Aber es könnt ihr vielleicht auch selber, indem ihr euch da einfach das mit den Gedanken macht, dass der euch hilft, das zurückzuspiegeln. Und diese Spiegeln, die lässt man normalerweise immer in einen Tempel einweihen, in einen daoistischen oder buddhistischen Tempel, da lässt man die Spiegel einweihen. Und dann hängt man diese Spiegel also überhalb der Eingangstür, also oben drauf, außen. Solche Spiegel haben immer den frühen Himmel drauf und diese Spiegeln, der frühe Himmel sollte also nie im Haus selbst angebracht werden. Ja, genau. Es ist bei uns im Nordwesten, oh je, oh je. Ja, was passiert denn dann, wenn das Bad und das WC im Nordwesten ist? Also man sagt, der Mann kann nicht sein ganzes Potenzial leben, aber das ist ja nur eine Geschichte. Also wenn jetzt zum Beispiel alle beide Ostgruppe wären, dann wäre es jetzt nicht so dramatisch. Aber man hat so die Erfahrungen gemacht, dass der Nordwesten freigelassen wird für den Herrscher, für den Mann, für den, der das Brötchen nach Hause bringt, ja. Und darum sollte man den Nordwesten kein Bad haben. Das ist von der Formenschule heraus. Denn das Bad symbolisiert das Wasser und das Wasser würde den Nordwesten schwächen. Denn der Nordwesten steht für das Metallelement und für den großen Herrscher. Gut, also die Marina hat Gott sei Dank den Spiegel gleich neben der Tür. Und ja, ich freue mich auf die Fragen, wenn ihr weitermacht. Am Mittwoch ist es wieder soweit. Bitte gerne posten und dann bin ich wieder da für eure Fragen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch so weit bringe, dass ihr euch selber mal reinspürt in euer eigenes Haus und dann mal seht in eure Wohnung, dass ihr das Gefühl bekommt, was ist ein guter Raum, was ist nicht so ein guter Raum. Und ja, natürlich, klar, sage ich euch und würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Ausbildung macht oder beziehungsweise den kleinen Kursbuch, denn da bin ich mir ganz sicher, habt ihr eine ganze Menge und das ganze Leben lang was davon, denn ihr wisst dann gleich Bescheid und könnt gleich alles für euch umändern. Oder auch wenn ihr umzieht, habt ihr die Möglichkeit, das Qi, die Energie, den Fluss einfach zu verändern, sodass er auf euch zukommt und nicht von euch weggeht. Also ich wünsche euch einen wunderbaren Montag, der gut in die, lasst euch gut in die Woche, einen guten Start wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal, bis zum Mittwoch um 10 Uhr seid dabei.
Ich bin jetzt gleich in meiner Ausbildungsgruppe und bei seinem eigenen Feng Shui-Berater. Um 13 Uhr geht es da los, leider nur für, oder Gott sei Dank nur für Leute, die die Ausbildung machen. Da gibt es auch wieder ganz, ganz spannende Fragen und ich habe schon viele, viele Bücher vorbereitet, weil die Fragen jetzt schon so tief werden, dass, boah, dass ich schon selber nachgucken muss. Aber das finde ich immer gut, ja. Denn ich mag es gern, wenn man mir eine Herausforderung stellt. Und ich glaube seltenst, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Ja, bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen. Auch heute wird es nicht vorkommen. Also, ja, wenn man gut ausgebildet ist im Feng Shui und wenn man selber weiß, was man macht und wenn man selber seine eigene Methode erstellt hat, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es eben gut ist, wie man das Ganze umsetzen kann, dann seid ihr bei mir richtig, denn ich helfe auch meinen Studenten, auch nach der Ausbildung. Das ist ganz wichtig. Also ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Gute dir. Tschüss.